Katie, wirst du, dass ich schon auf Recording geklickt habe? Ja, ich buche nur schnell unseren Osterurlaub nach Griechenland. Ich freue mich schon drauf. Katie, wir sind heute mal nicht am See, ist total abgefahren. Ja, wir sind im Wohnzimmer. Und du musst dich jetzt irgendwie neben mich sitzen, geht das? Du kannst doch mit mir im Kreis laufen. Ja, wir können ja auch. Genau, ja. Sitzen müsst ihr wissen, geht ganz und gar nicht für die kleine Anna-Maus. Wir könnten noch hier im Flur, durch die Küche, Wohnzimmer, Esszimmer und hier einfach kreisen. Genau, wir gehen hier jetzt im Kreis. Ich habe nur den Staubsauger in der Küche liegen, weil wir können sie ja in die Shownotes dranhängen. Warum? Das wäre doch nett. Du meinst die ganze Wahrheit oder nur die halbe? Die ganze. Jetzt müssen wir da immer drüber. Das lassen wir jetzt als Cliffhanger so stehen. Jetzt fragen sich die Leute, aber verstehe ich nicht. Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Geht's? Okay, wir müssen nur einzeln durch die Tür gehen, wir passen nicht nebeneinander durch die Tür. Das machen wir jetzt sicher nicht die ganze Zeit. Da im Gras rennen. Bist du wahnsinnig. Hey, heute haben wir was Tolles für euch, stimmt's? Ja, was Tolles für uns eigentlich. Ist ja, total eigennützig eigentlich. weil das ganze Thema Mindshift möchte uns gern über den Kopf wachsen. Also wir kommen aus diesen Podcast-Produktionen gar nicht mehr raus. Das Mikro ist schon an meiner rechten Hand mit Panzerklebeband fixiert. Das ist die Wanni. Hallo Wanni. Die denkt sich auch, hey, jetzt sind sie völlig verrückt geworden. Wir gehen spazieren, Wanni, ja, weil wir gehen heute nicht am See. Ja. Und ich glaube, wir werden bald ins Heim kommen. Wir haben was gefunden. Achtung, zwei verwirrte Menschen. Ja. Wir gehen deshalb heute nicht um den See, weil Theatervorstellung ist von Elia am Abend. Das ist korrekt. Und da haben wir uns gedacht, jetzt laufen wir, doch den Spaziergang nach Hause. Genau. Also, wir wollten, erzähl mal. Droht uns über den Kopf zu wachsen, war ich stehen geblieben. Also ganz viele Podcast-Folgen, die nachproduziert werden wollen. Und wir suchen an dieser Stelle. Wir haben einen Job zu vergeben. So. Na? Ja, möchtest du es erzählen? Ich bin so aufgeregt, ich freue mich so. Nein, die Details sagst du, das kannst du besser. Ich habe ja jetzt nur eingeworfen, wir haben einen Job zu vergeben und dachten uns, wer könnte den besser machen als einer von euch aus der Community? Absolut korrekt. Oder ihr kennt vielleicht, genau, oder ihr kennt vielleicht jemanden in eurem Freundeskreis, der sowohl für den Markenrebell-Podcast als auch für den Mindshift-Podcast mit uns aktiv werden möchte. Und wir suchen einen, wie nennt man das so schön, A-Player. Was ist denn ein A-Player? Ja. Soll ich das machen? Ja, mach das. Weil ich muss ja immer hinter dir gehen, weil wir können nur seitlich durch die Tür durch. Ja, ich führe dich hier durch den, durch die Untiefen des und so weiter. Das ist voll anstrengend. Lass uns nur wir müssen es jetzt abändern, Leute, weil wir haben echt nicht von. Okay, A-Player. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir suchen eine Person, Männlein, Weiblein, völlig klar und völlig egal, die uns hilft, rund um die beiden Podcasts und natürlich um das große Thema Mindshift, uns auf dem Weg in die Zukunft zu begleiten. Also technisch total affin, alles was so Online-Marketing und Social Media angeht. Das heißt, Digistore, Digimember, Facebook, LinkedIn und so weiter, sollte alles kein Fremdwort sein. Und am besten natürlich auch Ideen, der Monetarisierung im Online-Marketing, sprich Sales Funnel, Newsletter, also alles, was man eigentlich braucht, um eine Marke zu kommunizieren und in die Breite zu tragen.
Weil, wie ihr wisst, haben wir ja mit Mindshift eine wichtige Botschaft. Und da suchen wir jetzt einfach jemanden, der so dieses ganze Thema total genial findet, der das spannend findet, mit uns zu wachsen, der sich einbringen möchte, große Freiheiten genießt, weil wir sind ja selbst sehr kreativ und glauben einfach fest daran, dass das nicht mit Schablonen und Vorgaben geht, sondern dass es natürlich wichtig ist, dass wir... Hi Eli. Wie geil. Er sieht mich, das Gesicht friert ein, er dreht sich um und geht. Eli, wir sind jetzt heute hier, nicht am See. Genau, also wirklich ein proaktives Arbeiten, das ist uns halt einfach wichtig, dass wir nicht schieben müssen, sondern lieber bremsen und diese Person uns einfach tüchtig unter die Arme greift und das Ding hier einfach auch so groß werden lässt, wie es denn auch werden soll. Habe ich noch was vergessen, Katie? Jetzt ist mir gerade so eine Anzeige eingefallen, was das so Suche lieb, kinderfreundlich nennt, sympathisch. Ja, das ist gut, dass du sagst, weil das ist natürlich, wir laden ja immer alle zu uns nach Hause ein. Ja. Das heißt, arbeiten am See, am Feuer, alle nicht, aber die, mit denen wir gerne arbeiten. Ja, sagen wir so. Strategisch dann arbeiten, deswegen lieb, kinderfreundlich. Ja, genau, lieb, kinderfreundlich. Sitzen wir dann im Garten, in Badehose und dann geht's ab. Wie soll ja jetzt sich noch jemand melden? Okay, ich lasse die Badehose an. Also, ich meine. Jetzt müssen wir es rausnehmen. Jetzt ist es nicht mehr seriös. Jetzt ist es nicht mehr seriös. Da wird sie keiner mehr. Schatzl, die glauben ja, Alter, was ist mit der noch? Schatzl, da ist, das ist, der Podcast ist so. Also, Katie hat jetzt Temperatur. Hm? Ich gehe wieder im Kreis. Ich gehe wieder im Kreis. Ja. Also, ernst davor, also wenn ihr Lust habt, hier mitzumachen bei dieser ganzen Geschichte und uns ist auch einfach wichtig, dass ihr an die Vision glaubt. Wir haben ja dazu eine Podcast-Folge gemacht, einfach mal reinhören. Ich glaube, es war Folge 17. Yes. Yes. Dann wäre es total genial, wenn ihr Lust habt, uns eine E-Mail zu schicken mit allem, was ihr glaubt, dass da rein muss. Also es gibt keine Vorgabe von uns, sondern uns einfach eine E-Mail schicken an office@mindshift.fm und dann schauen wir uns das an und melden uns bei euch, bei dir. So. Hast super gemacht, Schatzi. Habe ich super gemacht. Ist total unseriös. Ganz viele Menschen. Team-Meeting in Badehose am See. Perfekt. Das nehme ich jetzt Schlusswort. Vielen Dank.